Warst du heute in der sogenannten 3D-Yacht Dragenstedt, Dreilehm-Drucksberge und im Revier Tundersleben, da wo ich zur Yacht gehen darf. Wir haben seit ca. 20 Jahren 70 Kunstbauten angelegt. Wir sind aktive Fallenjäger. Wir haben in alle vier Reviere zusammen 42 Fallen stehen. Naturbauten haben wir ganz, ganz wenig, weil uns da schon selber dran gelegen ist, dass wir darauf hingucken, dass bei uns keine Hecke ausläuft. Dass wir relativ viel Junghasen und relativ auch, wenn es geht, alle Rehkitze von klein nach groß bekommen. Wir haben uns dazu jetzt so selber beigebracht, sag ich mal, Sand sieht ein blinder Fuchs auf einen Kilometer. Da kommt er dann auch mal hin, um zu gucken, warum da Sand ist, wo sonst nie Sand ist. So, und du hast ja gesehen, dass wir, nachdem wir die Kunstbauten kontrolliert haben, immer wieder mit dem Handrücken da so einen 5 cm hohen Wall reinschieben ins Rohr. Da kannst du nächstes Mal, wenn du nächstes Mal kommst und guckst bloß mal mit langer Nase, du siehst, ob da Bewegung ist. Ob, wenn du da kommst, einer drin ist, kannst du vorher nicht wissen. Aber es ist Bewegung da. Und wenn Bewegung da ist, kann man auch irgendwann mal gucken. Heute war natürlich ein relativ früher Zeitraum im Jahr, weil wir sonst mit der sogenannten 3D-Yacht, wo wir in alle vier Reviere uns in vier Gruppen teilen müssen, damit wir an diesem Tag auch alle 70 Kunstbauten mal besuchen können. Ich habe jetzt einen sehr guten Jungjäger an der Hand. Was heißt Jungjäger? Er hat schon einen Begehungsschein in der Tasche durch Fleiß verdient. Ist heute nicht mehr gang und gäbe. Du brauchst nämlich heute keine Leute, ich sag mal, die mit einem Repetierer 1A umgehen können. Du brauchst auch mal einen, der im Niederwildrevier im Winter es schafft, ein Loch in Schnee zu pissen. Und das kann Jeremy 1A. Er hat sich, wie gesagt, wir haben für ihn schon einen Zwerg-Rauerteckel aus Ostfriesland geholt, aus einer sehr guten jachtlich gezogenen Linie. Und wie gesagt, er ist schon tagsüber, wenn ich noch auf Arbeit bin und er von der Ausbildung schon zu Hause ist, sind schon alle 21 Fallen kontrolliert und ich weiß dann gleich, wenn ich komme, wo wir hingehen müssen, mal was gucken und wo halt nichts ist. Und so eine Leute brauchst du für Niederwildrevier, wenn man mal ein bisschen, ja, du brauchst vereist die Leute, wenn du ein bisschen was aufbauen willst. Der Vorteil davon ist, von unserer scharfen Niederwildbejagung, wir sind in der Lage, sehr viel Hundeprüfungen auszurichten. Ich sag mal, ich bin in so einer Tackle-Gruppe speziell drin. Hatte ich dieses Jahr 5 Spurlautprüfungen von Tackle-Gruppen. Dann hatten wir immer Weimaraner, die kommen wegen einer Jugendsuche. Deutschstrahler führe ich selber noch zu Hause. Hatte ich auch schon mal, die kommen dann zur Jugendsuche. 2 Zuchtprüfungen, einmal hier aus Sachsen-Anhalt und aus eine Terrier-Gruppe aus Brandenburg, die kommen hier jährlich. Bei Holger kommen immer Wachtel und Bracken, die hier regelmäßig ihre Prüfungen absolvieren. Und ich sage mal, diese Leute, das sind eigentlich alles Großteils Schalenwildjäger, gerade die sich die Bracken und die Wachtel holen. Die denken immer, oh, hier ist das aber toll. Die Hasen, die springen hier mit dem Fallschirm ab oder die wachsen auf die Bäume. Das ist definitiv nicht so. Fakt ist, dass du Schonzeiten natürlich eingenommen, dass du in diesen Tagen, die dir jachtlich zur Verfügung stehst, dass wir in diesen Tagen dem Raubwild enorm scharf nachsitzen. Also Holger hatte den ersten drinne schon 1990. Ja, das war der erste, das war immer so der einzigste. So, und dann hatte ich mal durch einen jachtlichen Zufall, durch einen wirklichen jachtlichen Zufall, mal die Gelegenheit, den Geschäftsführer vom Rohrwerk Investor Egeln kennenzulernen. Der ist selber zur Jacht gegangen und der hat gesagt, du, pass auf, wir verschreddern bei uns so viel Rohre, die nicht genau rund sind, da wird mit Laser abgescannt, das machen die wieder verschreddern und schmelzen die wieder in. Da haben wir hängerweise Rohre geholt. Wir nehmen nur 20er Rohre. Weil, warum? Ja, wir hatten auch schon 25er Rohre in Nachbarreviere, die jetzt das schon ein bisschen kopiert haben. Aber in den 25er Rohr, da dreht sich der Fuchs 1A um. So, und wenn der draußen merkt, draußen ist Bohlen offen, dann sagt er, ich gehe da nicht freiwillig raus. So, dann kämpft der quasi bis auf den letzten Blutstropfen. Früher habe ich deutsche Jagdterrier geführt. Seit 2001 habe ich den ersten Tackle. Bei Jagdterrier ist das immer so: Rüdi hat einen Jagdterrier gehabt, Holger hat früher einen Jagdterrier gehabt. Da ist das so: Augen zu und festbeißen und gucken und dann erst gucken, was das ist. So, ein Terrier hatte ich schon am Dachs verloren und das ist eigentlich das Raubwild,
die eigentlich die größten Schäden beim Terrier, der ja denn die Augen zu hat, verursacht. Der Dackel, der weiß ganz automatisch, das ungefährliche Ende beim Dachs ist hinten. Wenn ich den von hinten ein bisschen ärgere und beschäftige, kann der sich nicht weggraben. Und der Deckel merkt auch, wenn es mal Haue gibt, brauche ich mich da vorne nicht zerlegen zu lassen. Da gehe ich halt mal einen Meter zurück, von oben kommen sie mit Schippe und Spaten und dann haben wir den doch. Und da haben wir uns jetzt alle auf Tackle und umgestellt. Und das läuft auch sehr gut, gerade in unseren Naturbauten hier in der Börde. Meist alles Einröhren-Naturbauten und die Feenbauten, das sind wirklich vom Durchmesser her ziemlich eng. Und beim Terrier war das immer so, der steckt wie ein Korken in einer Flasche, kommt weder vor noch zurück. Der Fuchs kommt ratzbatz vor, nagelt den vorne weg im Nasenschwamm, ist wieder hinten drin. So, der Terrier sieht nachher aus wie ein Bullterrier, muss zum Arzt, ist die nächsten 2 Wochen erstmal auf UE geschrieben. Und ja, und so ausgraben mussten wir trotzdem so noch. Aber mit dem Deckel haben wir so eine Schwierigkeiten nicht mehr. Das geht eigentlich gut. Der Deckel kommt da auch nicht vorbei an Röhrenbau, aber wie gesagt, in Einröhrenbau am Raubwild. Aber er kann sich wunderbar schön, kann den wunderbar super verbellen. Ist, kann wie der Fuchs hin und her, vor, zurück. Und wenn wir lokalisiert haben, genau wo es ist, dann machen wir da punktgenau einen Einschlag. Und dann haben wir ihn. Also wir jagen, kennst du wieder auch nicht, bist ja von aus dem Westen. Wir jagen quasi nach dem russischen Märchen. Das heißt, die Guten beschützen. Die Bösen bekämpfen, so haben wir das früher als Kinder immer gelernt. Aber ich sag mal, du musst halt, ja, wie gesagt, wenn du Niederwild haben willst, musst du Raubwild, Raubzeug, andere Banditen, da musst du ein Auge drauf haben. Sonst wird's nichts. Lebensraumverbesserung groß, wir Proletarierjäger, wenn du nicht viel Geld hast, wir können groß nicht viel machen.